Hallo Welt, da sind wir wieder und es geht Richtung Camp. Ja, wir waren ja ein bisschen in der Wildnis, wollten ja eigentlich ballistische Faser suchen. Wir wollten außerdem den Händler in Harper's Ferry mal besuchen und gucken, ob wir ihn jetzt finden können. Als wir damals da waren, haben wir nämlich keinen Händler finden können. Dennoch sind wir, naja, wir sind nicht sehr weit gekommen. Wir können ja mal auf die Karte gucken. Wir sind ungefähr hier bis zum Cliffwatch. Bis dahin sind wir gekommen. Hey, Uranrausch, da findet ein Event statt. Interessant. Da waren wir ganz in der Nähe. Na gut. Weiter sind wir nicht gekommen. Hier wollten wir hin. Nein, hier hin. Harper's Ferry. Des Händlers wegen. Aber das hat nicht so gut geklappt. Also, zeitlich hat es nicht geklappt. So. Also geht's jetzt überladenerweise hier wieder zu unserem Camp zurück. Wir haben sicherlich ganz, ganz viele Sachen zum Auseinandernehmen und einige Sachen auch bekommen, die wir dann irgendwann mal weiter verschenken können, wenn das nächste Event kommt. Oder vielleicht machen wir das sogar jetzt noch zum Abschluss hier auf dem Fastnacht-Event. Ja, mal gucken. Bis jetzt waren alles immer so hochgelevelte. Die brauchen die Sachen selber nicht, glaube ich. Die sind froh, wenn sie das alles los sind. Kann uns eigentlich egal sein. Im Moment ist nicht so viel los. Oh nein, die Musik ist hier schon wieder an. Okay, Musik aus. Und wir können unsere Brombeeren hier reparieren, ja. Da haben wir Dünger bekommen. Jemand hat uns Dünger geschenkt. Moment. Da ist eine Brombeere dran. Damit reparieren wir den zweiten Busch. Dann bekommen wir noch eine Brombeere. Haben wir hier noch einen Brombeerbusch? Ja, die ganzen Tatos und alles, das ist irgendwie alles kaputt gegangen. Ich glaube, die Einheimischen hassen diese Dinge. Was machen wir denn als erstes jetzt? Erstmal was trinken? Ah ja, erstmal genau. Wasser holen. Damit das schon mal nachwachsen kann wieder in der Zeit. So, dann können wir hier im Freien so ein paar Sachen auseinandernehmen. Oh, ja. Den Granatwerfer. Ja, den können wir nachher besser verschenken. Grubenhauerhandschuh ebenfalls. Kultistendolch meinetwegen auch. Ja, wir haben gesehen, die Sachen waren scheinbar ziemlich belebt. Die Tüten beim ersten Mal, als wir verschenkt haben, waren doch recht schnell alle weg. Western Revolver. So, Kleidung sollten wir ein bisschen was sammeln. Da müssen wir nicht unbedingt jetzt alles zerstören. Aber beim Schrott, wir gehen nochmal einzeln durch, weil wir doch für den Umzug noch ein paar Sachen da drin haben im Inventar, meine ich. 4 Porzellan-Bierkrüge zum Beispiel fürs nächste Mal. Und vielleicht Bienenwachs. Ja, 22 sogar.
Oh, wir verdursten. Haben wir denn was? Abgekochtes Wasser noch? Ja, soll erstmal reichen. Fastnachtswürstchen, okay. Ja, die Rezepte werden dann wahrscheinlich erstmal ganz interessant beim nächsten oder übernächsten Event. Ja, zum Verkaufen können wir ein paar Sachen natürlich auch hier reinschmeißen. Schön. Und dann können wir uns doch mal angucken, was wir hier bekommen haben. Nachtaktiv, Raiderrüstung, rechter Arm. Schadens- und Energieresistenz erhöhen sich bei Nacht und verringern sich bei Tag. Oh, da hätten wir ja fast schon so ein ganzes Outfit davon. So eine gesamte Rüstung. Wir haben schon zwei, drei Teile irgendwann mal verschenkt davon. Oh nein, was war das? Einfach weggeworfen. Ah, wir werden es nie rausfinden, was das war jetzt. Es ging zu schnell. Stärkend Fallensteller, linkes Bein. Verleiht bis zu 35 Energie und Schadensresistenz, je nachdem, wie niedrig deine Gesundheit ist. Okay, das können wir also auch verschenken nachher. Des Problemlösers, Metallrüstung, linker Arm. Minus 15% Schaden durch Roboter. In den Geschenkkorb. So, dann haben wir diese Rüstungsteile. Die können wir auseinandernehmen. Und wir haben ganz viele Hilfsmittel. Wieder aufbereitetes Wasser. Wieder Kröteneier dabei. Sehr schön. Skill-Kaugummi, Wassermelone, das haben wir aber auch schon ganz oft. Das haben wir auch schon ein paar Mal verschenkt. Es kommt alles zurück irgendwie. Und Stimpaks, ja, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr davon also. Die Wackelpuppen haben wir alle verschenkt, die wir hatten. Skill-Kaugummis haben wir ein paar behalten. Aber ja, die Wackelpuppen haben wir tatsächlich alle verschenkt letztens. Aha. Na ja, gut. Oh, wir sind aber immer noch ziemlich schwer. Vielleicht haben wir ja noch irgendetwas hier drin. So Klumpen, Erze oder so. Irgendwas, was schwer ist. Nein, nur Schlüssel.
Na dann. Gebackene Blähfliege hatten wir? Habe ich gar nicht mitbekommen. So, fertig. Das haben wir doch kaum benutzt. Wieso war das denn kaputt? Können wir so eine 10 mm, können wir die nicht herstellen selber? Improwaffen, mechanische Waffen? Nein. Nahkampfwaffen und Klingenwaffen? Nein. Wurfwaffen? Nö, da ist nichts bei. Aluminium und Nahkampfkrieger. Rang 4 bräuchten wir dafür, um hier diesen Grubenhauerhandschuh herzustellen. Ja, da finden wir bestimmt noch ein paar andere Karten, die wir gut einsetzen können, bevor wir das hier nehmen. Na? Geht's noch? Ja, geht noch.
Also schön, reparieren können wir nichts von unseren Sachen. Herstellen. Helme. Oh, taktischer Marinehelm. Interessant. Ja. Und Kopfbedeckungen. Nordstaatenhut? Wo haben wir den denn her? Naja, wir haben doch so viele Pläne letztens geschenkt bekommen und im Inventar doch auch einmal gefunden. Aha, wo sind denn diese Anthrazit-Dinger, die wir da herstellen können? Das waren doch auch Rüstungsteile. Haben wir gelernt? Können wir gar nicht herstellen. Ja, wirklich. Vielleicht gehört das doch zu einer Quest. Versteht ihr? Eine Quest, bei der man diese Sachen zusammensuchen soll und dadurch dann irgendwo ein Gebäude erkundet oder so. Und wenn wir das haben, dann sagen wir, ach, wir haben das ja schon. Und dann bringen wir uns um die ganze Erkundung in dem Gebäude. Könnte ja sein. Aber ich denke, den größten Teil der Quests werden wir sowieso im Let's Play Together machen. Zusammen mit Sarasara oder mit Sacrifice eben. Ja. Und von daher, ja, hier werden wir natürlich auch Quests machen. Dafür hatten wir ja die Umfrage auf YouTube. Und ja, wir werden das so gemischt machen, wie bisher. Okay, bisher haben wir nicht sehr viele Quests gemacht. Ist das ein Verbrannter da drüben? Tatsächlich. Nicht, dass der nachher hierher kommt mit seiner ganzen Sippe. Nein, das ist doch kein Verbrannter. Trotzdem ist irgendwas gefährlich hier in der Nähe. Noch einer? Halt nicht so schnell, ich brauche Zeit, um mich umzudrehen. Das dauert doch immer. Taktischer Helm. Ja, wenn, dann müssten wir schon die ganze Uniform dazu haben, sonst bringt das ja auch nicht viel. Sieht ja nicht aus sonst. Das geht so. Okay, dann geht's in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes.
Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.